So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge während der Call of the Wild auf meinem Kanal. Und heute soll es mal wieder um die Karte Hirsch Felgen gehen. Wir waren ja letztens im Stream auch schon mal auf der Map unterwegs. Seit langem, muss ich sagen. Ich war schon länger nicht mehr in Hirsch Felgen. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Und sind da mal ein bisschen rumgepischt. Und ja, ich kann sagen, der Map Reset hat wirklich echt gut was gebracht. Vor allen Dingen die ganze Population, wo sie stehen, alles ist halt wirklich anders. Ich habe da schon ein bisschen was rausgefunden. Und in diesem Video will ich euch halt einfach mal ein bisschen sagen, was es Neues vielleicht auf der Karte gibt. Und wo es vielleicht Sinn macht, für euch eine Drückjagd aufzubauen. Und wo ihr eure jetzige Drücke abbauen könnt. Also seid da gern gespannt. Und dann gucken wir mal. Ja, also, wenn man die Map mal so vor sich hat, kann man sagen, es gibt überall jetzt wirklich Rotwild. Also, wo es vorher kein Rotwild gab, gibt es jetzt definitiv Rotwild. Auch wenn es davor schon viel Rotwild gab, gab es hier aber noch nicht so viel in dieser Ecke. Da ist jetzt auch sehr viel Rotwild, kann man sagen. Und es lohnt sich da auch mal vorbeizuschauen. Was ich momentan so als beste Ecke für Drückjachten nehmen würde, wäre hier oben diese Ecke. Also, dass man quasi von hier hochtreibt. Hier alles voll Stände hat und auch von hier einmal treibt und so, dann hat man nämlich echt viel Wild, was vor allen Dingen entweder hier trinkend ist oder auch hier ruhend und fressen, seht ihr ja. Hier sind übrigens noch viel mehr Bedürfnisgebiete, die ich jetzt gar nicht aufgedeckt habe. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeigucken, da ist echt viel los. Auch allgemein auf dieser Wiese, die hier ist, solltet ihr vorbeigucken, da steht bei mir auch momentan sehr viel Rehwild, Rotwild und Schwarzwild, Wisente, gefühlt alles. Also die Ecke hier oben ist richtig spannend geworden. Auch Spreeberg, diese Ecke hier, ist sehr gut besucht vom Wild. Und auch hier, ganz Ernstdorf ist das, ist auch recht viel los. Im Gegensatz ist dazu Petershain jetzt meiner Meinung nach deutlich weniger geworden. Es ist nicht leer, aber wer hier eine Drückjagd aufgebaut hat, der wird nicht mehr so viel Erfolg haben. Und auch in Müllerwald ist es weniger geworden. Es ist immer noch ganz gut, aber es ist doch schon weniger geworden. Also Ritterstein geht schon noch, aber Müllerwald wirklich, es ist schon noch was da. Versteht mich absolut nicht falsch, ne? Also wir haben auch letztens hier in der Drückjagd gemacht in der Ecke und ich habe immer noch 3 oder 4 Stücken waren es, glaube ich, geschossen. Aber ich kenne da Drückjagden, wo wir früher 15 Stücken geschossen haben. Also es ist nicht mehr das Gleiche. Und auch diese Ecke hier. Auf den Feldern, vor allen Dingen hier, konnte ich jetzt viel ausmachen, recht. Aber wenn man hier so lang gepirscht ist, die Ecke und die Ecke, es war recht verhalten. Hier ging es auch. Also hier war auch nicht so viel, aber hier ging's. Aber diese Ecke war bei mir nicht so gut. Also das kann natürlich auch ein bisschen kartenabhängig sein. Aber wenn man jetzt mal geht, so grob, war da nicht so viel los. Und das ist halt schon, ja, ein bisschen schade. Allgemein ist jetzt auch weniger Dammwild anzutreffen. Ja, dafür mehr Rotwild. Also man trifft schon noch viel Dammwild, aber ich finde schon ein bisschen weniger. Halt mal die Schniss. Und von daher, ja, ist auch nicht so schlimm. Die Gänse sind genauso wie auf der neuen Map, also Revantuli Coast. Das haben sich auch viele gefragt. Ist das denn eigentlich das gleiche oder haben sie dieses Flugmodell, sage ich jetzt mal, nur auf der Karte? Und ihr seht auch, hier sitzen sie. Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist.
Ah, können wir vielleicht mal schießen, aber ich habe nur die 30,06 dabei. Das ist ein bisschen schwierig. Egal, aber trotzdem, ich glaube, das hat eine ganz schöne Fellfarbe. Oder ist es normal? Kommt das jetzt nur von der Sonne? Ja, die sehen auch so aus, ne? Ich glaube, das müsste normal sein. Egal, haben wir mal eine Gans geschossen. Also ihr seht, die landen jetzt auch und fliegen hier auch viel besser, will ich jetzt nicht sagen, aber total anders. Also realistischer. Ja, das war das Wort. Genau, welche Ecken ich auch für mich entdeckt habe, war hier wieder. Also hier war echt viel los. Und da hatte ich auch mal eine Drückjagd stehen. Ich denke mal, das würde jetzt immer noch Sinn machen. Und wie gesagt, auch hier vor allen Dingen oder auch hier würde definitiv Sinn machen, was aufzubauen. Hier weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Könnte sein. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Und werdet dann sehen, ob das was bringt oder nicht. Also ich denke mal, auch da kann ganz gut Wild kommen. Allgemein finde ich auch, dass die Schweinchen ein bisschen mehr vertreten sind. Ich fand, dass sie oben links nicht so viele waren. Also es immer relativ kahl war, sag ich mal, was Schweinchen anging. Und auch die letzten Dammhirsche, die da mal rumgeschwirrt haben, oben links, sind komplett jetzt auch weg. Also, dass die oben haben sie vor allen Dingen viel geändert. Also man kann hier echt gut Schweinchen antreffen, muss ich sagen. Das macht auch richtig Spaß. Also, da werde ich demnächst jetzt auch mal eine Drückjagd aufbauen. Mal gucken, was das so wird. Aber ich kenne den Standpunkt von ein, zwei Mitspielern. Und der ist ganz gut. Den kann man doch weiterempfehlen. Ja, genau. Dann sonst sind hier Anpflanzungsflächen und hier. Da war ich jetzt letztens unterwegs und muss sagen, früher ging da doch schon relativ viel. Aber ich weiß nicht, ob ich zur falschen Uhrzeit war oder was weiß ich. Also es war sehr, 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 sehr wenig. Ich glaube, ein Bock habe ich geschossen oder eine Ricke irgendwie so. Also das ist schon ziemlich wenig geworden. Und was Füchse angeht, finden ja auch manche echt spannende Jagd. Ich finde, es sind viel mehr Füchse geworden. Also es ist jetzt nur meine Meinung so. Aber ich habe es gesehen, dass, oder so im Gefühl, dass viel mehr Füchse geworden sind. Ich hatte letztens auf einem Fleck 7 Füchse. Also das hatte ich noch nie. Und das ist schon krass. Also wer Füchse gerne jagt, ich denke mal, da hat sich auf der Map auch einiges getan. Und da die Map ja zurückgesetzt wurde, ist es auch ganz spannend. Es gibt jetzt die Dias, die ihr schon kanntet, nicht mehr. Aber ihr habt viele, viele, viele neue Dias. Und auch wieder neue Tiere mit verschiedensten Fellfarben. Ich habe nämlich im Stream einen gescheckten Rothirsch angeschossen und auch leider nicht gefunden. Aber vieles in der Art gibt es. Ein Kumpel von mir hat Albino-Rothirsch gesehen und auch einen Rothirsch gescheckt. Beides männlich. Und ein Kumpel von mir hat schon zwei gescheckte. Wie sind er jetzt in der Zeit geschossen? Also es gibt sehr, sehr viel verschiedene Fellfarben durch dieses neue Update. Und vor allen Dingen, weil sie resettet wurde halt. Also lohnt es sich wirklich, eure Hotspots, wo ihr früher lang gepirscht sind, mal wieder aufzusuchen. Und auch die neuen, die ich euch jetzt gesagt habe. Also, was zum Beispiel meint, diese lange Wiese hier. Oder hier an den See mal vorbeigucken oder allgemein mal an See. Was auch ganz gut ist, weil die jetzt gepatcht haben, dass die mal ein bisschen näher am See auch stehen. Teilweise standen sie ja gefühlt im Busch oder im Wald und haben getrunken. Das ist jetzt nicht mehr. Sie sind schon relativ nah am See jetzt dran. Und das macht jetzt auch mehr Sinn, an See mal zu gehen. Ich wusste nicht, wo hier gerade eine Gans war.
Und von daher würde ich das schon empfehlen, mal da auch vorbeizugucken. Egal, ob jetzt für Schwelden oder allgemein, die haben das überall gepatcht. Natürlich gibt es auch ein paar neue Bugs wieder auf der Karte. Das habe ich leider auch schon feststellen müssen. Aber ja, die haben schon ganz gut was geschafft. Steht da unten noch was? Ja. Gefühlt die gleichen Rothirsche. Aber wie gesagt, ihr seht schon, es gibt viel mehr Rotwild und auch viel öfter, so finde ich. Das ist schon ganz schön weit. Na, wie weit ist er? 180 Meter. Ja. Also vom Content her wäre es das jetzt von mir gewesen. Ich schieße nochmal den Hirsch und wir sammeln den noch schnell auf. Und dann würde ich schon fast wieder sagen, dass es das war. Das sind Schweine. Ich glaube, ich schieße noch ein Schwein. Fuchs, Teufelswild. Öffne noch eins. Was ich auch empfehlen kann, hier ist auch eigentlich immer ganz gut für eine Drückjagd, dieser Standpunkt. Also, damit ihr mal wisst, wo ihr vielleicht mal mit euren Freunden oder auch alleine mal wieder was antrifft, vor allen Dingen mit dem Espis der Webseite, könnt ihr da jetzt erfolgreich, denke ich mal, auf Dias jagen. Jetzt wisst ihr die Spots und habt ein bisschen Hilfe. Ich denke mal, das ist schon ganz gut. Jetzt sammeln wir mal noch das Schweinchen und den Rothirsch auf. Und dann gibt es mal wieder ein Uncut-Video. Glaube ich, habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Na, okay, doch, Espis. Ja, aber der Hunter, der kommt doch öfters mal ein Schnitt rein. So, das haben wir. Und da liegt der Hirsch. Okay. Und übrigens, wer sich wundert, der Hund, der ist ein bisschen doof im Kopf momentan. Also seit dem neuen Update. Können wir ihn eigentlich auch zu Hause lassen. Aber egal. Okidoki. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und.